Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner intergalaktischen Reise hier in The Planet Crafter, diesem wunderbaren Planeten hier. So, und ich habe jetzt mal ein bisschen gespoilert oder versucht, mich zu spoilern. Ich habe jetzt eine ungefähre Ahnung, wo wir vielleicht hin müssen. Und zwar geht es hier oben, genau. Habt ihr gesehen, ne? Hier ist dieses große Raumschiff. Da hinten geht es zu unserer Base rüber. Da, genau, hier ist das kleinere Raumschiff. Hier ist jetzt der große See. Und wir tanken noch mal eben Luft. Jetzt, wo ich euch das hier gezeigt habe. Weil ich habe keinen Sauerstoff mehr dabei. Leider. So, genau. Da ist der Höhleneingang. Ah ja. Genau, und wir gehen mal hier gucken. Wir müssen theoretisch hier durch diese Höhle durch. Abgeschaltet. Oh, hier. Oh, was ist das? Zeolit. Oh, da müssen wir nochmal raus. Das will ich nochmal eben schnell in die Kiste bringen. Hier den Dünger auch. Alles. Schade. Wir müssen nochmal eben raus hier. Nochmal eben zurück. Ich kann ja noch ein bisschen Schwefel mitnehmen. Oh, Zeolit. Wofür auch immer ich das gebrauchen kann. Hier, ne? Hier geht's, glaube ich, hoch. Ja, das ist hier diese Osmiummine halt, ne? Oh Mann. So, pack mal weg hier. Ah ne, das Eisen für eine Hütte. Das kann ich hier erstmal alles wegpacken, ne? Ja, das Eisen behalten wir aber noch. So. So, jetzt gucken wir mal nochmal. Ja. Blendet ganz schön hier, ne? So, und dann immer hier links halten, wo wir gerade schon an dem Eis raus sind. Hier. Und dann hier hoch. Hier so durch. Hier kommen wir jetzt in so eine Zeolithmine. Aber da werden wir wahrscheinlich irgendwie was Spezielles zum Abbauen brauchen oder so. Ich weiß es nicht. Hm. Gibt es ja sowas auch in klein? Hm. Ne, hier kann ich so nichts machen. Gut. Aber ja. Hier gibt es nämlich auch wieder Eis. Coole Sache. So, hä? Halt. Hier? Ja. Okay. Und hier sind die Sandfälle. Ne? Unsere berühmt-berüchtigen Sandfälle. Gibt es da noch einen Sturm? Ich hoffe keinen mit Meteoriten. So, wir gucken mal eben. Hier sollte eigentlich auch dieser Meteoritenkrater sein. Hier vielleicht. Ne, da geht es erstmal nichts mit. Was haben wir denn in der Kiste? Schönes. Oh, Superlegierung. In Fachkreisen mittlerweile auch Superloy genannt. Oh, was ist da denn da? Da. Also ich weiß nicht, ob das hier jetzt neuer Inhalt ist. Aber hier ist etwas, das wir noch nicht gesehen haben. Tatsächlich baue ich mir hier mal kurz. Da ist auch noch eine Kiste. Hier Sonnengerät auf. Zack. Und dann holen wir mal ein bisschen Luft und trinken einen Schluck. Hm, Essen wird auch langsam mager, ne? So, hier die Kiste. Oh ja. Ja. Die Samen sind eigentlich auch nicht schlecht, ne? So. Können wir uns hier drin mal eben eine Kiste 2 aufbauen. Jupp. Oder haben wir 3 Eisen über? Ne. Ach komm. Oh, eine Kiste erstmal. Das finde ich jetzt gut, dass sie den Pfeil nach vorne gemacht haben. So, dass man jetzt immer weiß, wo vorne ist. So, gucken wir uns das ganze Späßchen hier mal an, wa? Also, hä? Zerlegen. Komme ich hier durch?
Jetzt habe ich irgendeine Heizung zerlegt. Wofür haben wir Stoff gekriegt? Ja. Coole Sache. Das hier so ein Trümmer zum Zerlegen? Nö. Aber hier scheint es hoch zu gehen. Oder nicht? Ja. Aber hier gibt es nichts. Und hier? Ach, hier gibt es aber was, eine Kiste. So, ja, demontieren nicht möglich, ist okay. Stufe 2 Dünger. Ich glaube, draußen regnet es. Ja, Superlegierung, Alu. Boah, schöne Sachen hier. Ich glaube, draußen ist richtig fett am Pissen. Hört sich zumindest so an. Ah ja. Also wir müssen aber auch hier oben lang, ne? Ja, anders geht's nicht. Muss mein Sauerstoff im Auge behalten. Komme ich denn hier wieder raus? Ah, hier. Ja, Material. Oh. Hier und Uran und jetzt bräuchte ich doch nochmal einen Stark. Scheiße. So, und wie komme ich hier jetzt wieder raus? Oh nee. Ah, hier. Oh. Okay. Ich dachte schon, ich komme nicht mehr raus, ey. Hui. Haben wir noch? Uns fehlt ein verfluchtes Eisen. Hier ist es doch. So, pack mal Uran hier rein, gibt dann Eisen her, bauen einen Schrank. Ah, den haben sie jetzt auch schön so gebaut, dass man sieht, wo der hinführt. Ja, dann können wir da nochmal weiter gucken. Boah, schön viel Stuff hier. Wahnsinn. Hier muss ich ja irgendwie mit mehr. Oh Mann. Da muss ich gleich wieder so viel entscheiden, was ich denn dann mitnehmen soll. Oh Mann. Och Menü. Hä? Hallo? Hallo? So, haben wir hier hinten schon alles geguckt? Hier könnte auch noch was drin sein. Komm, hier gibt es. Wow! Eisen. Ganzer Satellit hier. Oh, so viel Stuff hier. Ich wollte noch wissen, ob ich hier drüben jetzt alles hatte. Und da war ich drinne. Hier. Dann demontiere die Kiste noch schnell. Ja. Ausgang hier. So. Hier hatten wir nichts gefunden. Hier sind noch so Satelliten. Und gibt es hier noch irgendwas? Nichts Wunderbares. Da ist noch so eine Heizung. Die kannst du noch zerlegen. Aber. Dann war es das hier, ne? Das war wohl so eine. So eine. Ah, sag schnell, wie nennt man sowas? So eine Nachschub. Geschichte, wa? Ja. Ja, sieht ja fast so aus, ne? Erstmal nochmal was wegpacken. Gut, dass ich den nicht einfach so zerlegen kann. Boah, guck mal, ist auch schon voll. What the heck? Ist hier noch irgendwie Eisen drinne? Es fehlt mir wieder ein Eisen, dann gibt's doch nicht. Also das müssen wir uns auf jeden Fall merken, weil wir hier guten Stuff liegen haben. Guck mal, da hinten ist noch eine Kiste. Okay. Uff. Scheiße, ey. Ich brauche Eisen. Ein Eisen noch einen Schrank bauen.
Da, du kriegst die Tür nicht zu hier, ey. Was geht? Wo liegt denn hier noch ein bisschen Eisen rumverflucht? Da. Juhu. Iron. Okay. Wie viel Stuff? Verdammt. Gibt's hier denn noch irgendwas zu erkunden? Oder irgendeine Kiste, die hier noch rumliegt? Aua. Hm. Da ist noch eine. Aber war das nicht die, die ich gerade gemacht habe? Werden wir gleich sehen, ja doch. Warum habe ich. Ich brauche Eisen. Warum baust du die nicht ab? Dann hast du Eisen, du Pfeife. So, hier muss ich aufpassen. Das sieht noch nicht so ganz fertig aus. In so ein Loch bin ich schon mal gefallen und dann war ich ganz woanders. So, hier war nichts mit Höhle oder so, ne? Nö. 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 Dann haben wir doch hier auch erstmal alles durch, wa? Aber jetzt muss ich mal gucken, was nehme ich denn mit? Hier ist so viel. Was kann ich denn gebrauchen? Alloy. Alu eigentlich auch. Hier die Stäbe. Diesen Dünger, was auch immer ich damit anfangen kann. Die Zeolith. Das. Ja, den Rest muss ich mal gucken, ne? Das. Dünger, wenn ich ihn nicht machen muss, die Dinger. Brauche ich noch für irgendwelche Teile? Ich glaube für Blumensteuer oder so. Ja. So, dann würde ich sagen, ein bisschen Platz haben wir noch. Sammel dir was ein für eine neue Hütte. 2 Titan, 3 Eisen. Ja, nimm das mit. Und Silizium. 2 Eisen brauche ich noch. 2-mal Eisen. 1-mal. Hm. Jo, aber das ist schon geil hier, ne? Aber das ist nicht das Ding, was ich suche, verflucht. Das ist nicht den ich gesucht habe. So. Hier ist auch nochmal eine Kiste. Oh, ach ja, gut. 2 Iridium. Die lassen wir erstmal da drin. Was gibt es hier noch Schönes? Hm. Hier, da sehe ich irgendwas mit dem Eis. Okay. Ist das jetzt die Höhle, aus der wir rausgekommen waren? Nee, oder? Nee, Taschenlampe hat er an. Hier haben wir ein bisschen Schwefel. Was ist das hier? Nix. Oh, wie weit kommen wir denn hier noch rein? Oh, 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 oh. Hier kann man sich ja verlaufen. Warte mal, und hier ist das der gleiche? Ne. Das sind 2 verschiedene Abzweige, aber hier gibt es erstmal nichts. Aber gut zu wissen, wo hier noch mehr Osmium rumliegt. Ach, Schwefel, ja. Aber echt gut zu wissen, wo hier noch ein bisschen Osmium rumliegt. Guck mal, hier geht es noch weiter. Aje, hier laufe ich lieber mal. Hier habe ich ein bisschen Angst. Kommen wir wieder hoch? Ja, ne? Hm. Irgendwie unheimlich, oder? Was blinkt denn hier so? Was ist das? Pulsarquarz. Oh. Wir müssen auch sofort raus hier. Wir brauchen Luft. Ja. So, lass mal wieder rausgehen hier, oder? Ja. Oh ja. Ja. Oh, hier ist noch eine Kiste. Plastik. Ja. Ah, jetzt beeil ich doch. Junge, Sauerstoff. So, wunderbar. Jetzt müssen wir aber noch zu dieser einen Hütte kommen, ne? Oder habe ich jetzt genug Stuff mit, dass ich nur eben schnell eine bauen kann? Ja, müsste eigentlich reichen.
Dann bauen wir schnell eine. Und die hängt aber auch ganz gut in der Luft, ne? Aber egal. Ich kriege Sauerstoff trinken und ich glaube, jetzt müssen wir mal eben nach Hause, ne? Ja, jetzt haben wir Pulsarquarz. Cool. Was immer wir damit noch machen konnten. So, guck mal. Hier sind doch die Sandfälle. Da kann ich doch einfach fällen, ne? Guck, da unten ist auch noch mal eine Hütte. Schwupp. Brauche nämlich gleich was zu essen. Ja gut, aber das war jetzt nicht das, was ich erhofft hatte zu finden. Tatsächlich nicht. Ja, ich hätte noch ein bisschen mehr mitnehmen können. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, der stottert, aber dann weiß ich wieder, du musst ihn hochziehen. Hier ist auch so eine Osmiumhöhle. Warte mal, hier ging es aber gar nicht weiter, ne? Aber das war die falsche Höhle. Ah. Da war noch eine, da hinten. Aber die kann ich jetzt auch noch nicht so genau. Aber wir sind ja hier durch diese Iridium-Höhle gefahren. Können wir hier noch was Gutes mitnehmen? Ja, hier das ganze gute Zeugs hier. Und haben wir noch Platz? Ne, Inventar ist voll. Gut. Jetzt braucht der gute Mann Essen. Hm. Das war jetzt noch nicht unbedingt dieser Krater. Dann war da aber ein ziemlich blöder Schnitt drin. Gut. Also gut, durch die Höhle da oben bin ich gegangen. Bei dem Ding da. Das war schon okay. Da haben wir nochmal ein paar neue Sachen gefunden. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein neuer Ort war. Es gibt ja drei neue Orte. Diese Archen, diesen Meteoritenkrater und noch einen. Und es gibt noch ein neues Geheimnis, so wie das, was wir da hinten in diesem Wastelands-Gebiet gefunden hatten. So, Bohne, Inventar voll. Interessiert mich nicht die Bohne. Genau, hatte ich das schon erwähnt. Mit Steuerung könnt ihr jetzt nach dem Update von einer Sorte alles wegpacken. Hier, Superlegierung angefasst. Zack, weg. Zeolit packe ich mal zum Osmium. So, Iridium. Was will er jetzt meckern? Ich muss essen. Dann tun wir das doch. Iridium ist hier. Dann kommt das. Ist das? Ja, ich hole den anderen Krams, hole ich, wenn ich mal wieder in der Gegend da hinten bin. Beziehungsweise, wenn ich mal offscreen. Ach, guck mal, wir haben jetzt den Nahrungssüchter 2. Sehr geil. So, hier haben wir noch ein bisschen Plastik und Eis. Okay. Hier war mal Uran drin, muss das ganze Uran hin. So, räumen wir hier ein bisschen auf. Wie gesagt, dann können wir das dabei packen. So. Hier den Uranstab da rein. Die da rein. So, ja, den Schrank muss ich nochmal irgendwann umdrehen. Geht auch, ne? Hier, das packe ich erstmal zum Osmium, so wie den Pulsarquarz auch. Puh, gegessen hat er, getrunken hat er. Jo. Wollen wir da noch mal ein bisschen genauer gucken? Nehmen wir uns noch ein bisschen Sauerstoff und Wasser mit. Dann hätte ich mir auch noch mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 davon. So, dann machen wir uns noch mal 3 Sauerstofftanks. So, Nahrungssüchter 2 konnten wir bauen.
Warte mal, dann haben wir ja was Neues. Können wir dann so ein Chip wieder entschlüsseln? Nö. Schade. Weil ich habe gelesen, diesen Super G-Stab, den kann man hier bauen, den habe ich dann wohl noch nicht entdeckt. Diesen Super Legierungsstab. Oh. Na gut. Wir warten jetzt mal noch mal eben. In der Zeit habe ich mir noch was abgeguckt, als ich geguckt habe. Warte mal, da muss ich mal gucken, was ich dafür brauche. Hier. Titan und Kobalt. Gut. Kobalt. Kobalt. Ja. Oh. Hey. Hallo? Was ist hier kaputt? Boah, Alter! Was sind das denn für Teile? Machen die was kaputt? Hey, die habe ich ja noch nie gesehen. Wow! Alter, Angriff! Attacke! Warte, das würde ich hier sehen. Dachfenster! Aber da sehe ich doch nichts. Jo, da kommen sie. Alter, was sind das für Teile? Die sind ja mehr als gefährlich. Ich glaube, da ist besser, wenn wir nicht rausgehen. Eieieiei. Dann mach doch mal die blöde Funzel aus, dann siehst du auch was. Interessant. So, das ist bei dem Bohrer. Also kaputt gegangen, scheint nichts zu sein. Alter. Alter Verwalter, was war das? So, was hat er denn hier irgendwas abgeschmissen? Weiß ich noch nicht. Jetzt kannst du wieder funzeln. Wann habe ich denn gesagt, wo war das denn? Hier habe ich das Dachfenster drin, oder? Wo habe ich das drin? Da hinten. Dann habe ich doch rausgeguckt hier. Dann musste doch... Ui, ist das schon groß hier. Hey, hey, hey. Hier vorne irgendwo muss der doch gelandet gewesen sein. Was war das für ein Ding? Haben die nichts gebracht? Haben die einfach nur eingehauen hier? Okay. Also ich sehe gerade nichts Besonderes nicht. Hm. Vielleicht haben wir auch einfach nur ganz normale Ressourcen abgeworfen. Aber die sahen mal anders aus. Ich habe auch keine Rakete hochgeschickt. Ja, hier, JKM. Siehst du, ich kann diesen Super G-Stab nicht machen. Also diesen Super Legierungsstab. Und für die neue GPS-Rakete brauche ich den. Diesen Super Legierung S-Stab. Diesen da. Unten. Ohne den kann ich nichts machen. Genauso wie hier. Die würde ich auch gerne hochjagen, aber dafür brauche ich diesen Superlegierungsstab und ich weiß noch nicht, wie ich da dran komme. Also ich weiß, weil ich mich ja wegen dem Krater ein bisschen gespoilert habe, weiß ich zumindest, achso, hier ist Fall. Weiß ich zumindest, dass der da hinten hier drin gemacht wird, in dieser Box hier. Aber da ist er mir noch nicht freigeschaltet. Von daher, ich weiß aber auch nicht, wann der mir freigeschaltet wird. Das ist das Blöde. Und deswegen kann ich hier maximal so einscannen, dass ich auch nicht diese Gebiete hier hinten sehe, wo das Raumschiff ist und so. Also wo wir auch gerade durchgegangen sind. Das heißt, ich kann hier den Krater noch nicht wirklich drauf sehen. Was dieser Dings, wahrscheinlich so wie das aussieht, ist meine Hütte, die da stand, eh unterwässert. ja, blöd ist das, ne? Aber was ist denn jetzt gerade da runtergefallen? Also wenn ihr Ideen habt, was das gewesen sein könnte für ein komischer Sturm, um was der mir gebracht haben mag, dann sagt's mir doch bitte. Schreibt es mir doch in den Kommentaren. Warte mal. Eigentlich lag doch auch so ein Brocken hier direkt in meiner Base. Das heißt, wenn er irgendwas abgeworfen hat,
Müsste hier ja was zu finden sein, oder? Und irgendwie. Ich sehe nichts. So. Komm her. Die nehme ich mit. Wollen wir da rüber? Ja, weiß ich nicht. Hm. Irgendwie würde ich da ja gerne morgen nochmal weiter gucken. So oder so. Das ist ein Murks. Ey, ach, nimm dir bloß was zu essen mit. Zweimal mindestens. Also ein Kürbis. Und wegen meiner auch noch hier so eine Weltraumnahrung. Hier, da nimm auch mal zwei Stück von mit. Jetzt hast du einen gegessen, ne? So, dann nimm dir noch einen Kürbis mit. Die Bohne ist noch nicht gewachsen. Juckt mich nicht die Bohne. Aber die Bohne ist gewachsen. Dann haben wir einen Kürbis und eine Bohne, das soll erreichen. Zwei Nahrungen. Zwei Nahrungspacks. Ansonsten sind wir leer. Ja. Sauerstoff haben wir mit, Getränke haben wir mit. Da muss ich hin. Ja. Das sieht doch cool aus mittlerweile hier, ne? Wie grün das alles mittlerweile ist. Sehr geil. Echt geil geworden schon, ne? Das Spiel macht echt Laune. Wenn man hier so sieht, wie sich das alles verändert. Alter, aber bei so einem Meteoritenhagel wie gerade, musst du aber auch zusehen, dass du in deiner Hütte bleibst, ne? Jetzt die Frage, was muss ich denn erreichen, damit ich diesen komischen Superlegierungsstab da freigeschaltet kriege? Könnt ihr mir auch gerne mal in den Kommentaren hinterlassen, wenn ihr da mehr wisst als ich. Irgendwie sind die Informationen noch ein bisschen spärlich, was das Spiel angeht. Klar, ist ja auch gerade erst relativ neu. Und neu im Early Access. Aber eigentlich hat es auch eine gute Fangemeinde. Guck mal, hier habe ich noch ein Zeolith. Den hatte ich ja vorhin hier weggepackt. Hier müsste doch zwei sein, oder? Nee, Quatsch, den hatte ich in der Kiste gefunden, ne? Ja. Hier ist Eisen. Ja, dann nochmal hier durch die Höhle durch. Was war das? Eisen. So, ja, einfach nur mal noch ein bisschen gucken und sonst Sachen mitnehmen von hier hinten. Also, hier hinten geht es ja weiter. Geht es hier noch irgendwo raus? Vielleicht hat derjenige ja auch einen anderen Ausgang genommen. Nee, wir waren auf jeden Fall hier in dieser Pulsarhöhle. Oder was? Zeolithhöhle. Ja. Da braucht man doch bestimmt auch irgendwas Spezielles, um das abzubauen, denke ich mal. Könnte ich mir vorstellen. So, hier ist einfach die gleiche Höhle, ne? Ja. Ja, ja. Alles dasselbe hier. So, und hier ging es dann raus. Hier ist nichts mehr, wo es rausgeht, ne? Nee. Hier ging es dann irgendwo gleich raus. Oder auch nicht. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verfranst. Sorry. Hier, ne? Nee. Oh, oh, hier unten? Hier unten ging es nicht raus. Hier geht's zurück. Ja, hier geht's zurück. Okay, genau. Hier sind diese komischen Dinger. Und dann sind wir ja hier durch. Da habe ich mich gerade einmal falsch gedreht. Ja. Vielleicht doch nicht die gleiche Höhle? Doch, doch. So, hier rum. Hier geht's raus. Ich dachte gerade schon, ey. Habe ich irgendwie falsch gedreht oder was? Ja, hier haben wir ja gesehen, hier sind die Sandfälle. Wo soll denn dieser blöde Crater sein, ey? Ich raff das nicht. Vielleicht brauche ich doch erst, um den zu finden, die bessere Rakete, ne?
Aber diese Pulsarhöhle, wo wir gerade die Quarze rausgeholt haben, das soll ja eine der neueren Höhlen sein. So, was können wir denn hiervon definitiv nochmal mitnehmen? Nimm mal ein bisschen Alu mit. Iridium kriegen wir bei uns vorne. Alu auch. Also das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Die Lirma-Samen sind noch für irgendwas wichtig. Dann haben wir hier noch Uran. Habe ich ja keins mehr. Habe ich gesehen. Hier, dann nimm das auch noch mit. Schwefel ist auch genug da. Oben in der Osmiummine, in der anderen Osmiummine. Also Schwefel kriegen wir genug. Ah. Ja. Dann weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr, du. Wo Dino sein soll, die Geschichte. Hm. Können hier nochmal um die Ecke linsen. Wo wir noch nicht waren, weil hier geht es ja auch nochmal weiter. Hier ist, glaube ich. Aha. Hier waren wir jetzt schon. Sind wir durchgeflogen. Ich weiß aber nicht, ob das hier ein neues Gebiet ist oder eben nicht. Ich glaube eher nicht. Weil hier ist ja das eine abgestürzte Raumschiff, was da so parallel zu den Sandfällen liegt. Hm. Hier ist dieses Ganze. Aber wie ihr seht, da hinten waren wir schon. Hm. Und da hinten waren wir auch schon mal. Obwohl, wo kommt denn jetzt dieser ganze Schwefelstaub her? Der war doch hier vorher nicht, oder? Oder war der hier vorher schon? So, lassen wir noch mal ein bisschen hier so rumfliegen. Richtung Nordost. Ja, hier waren wir auf jeden Fall schon. Hm, hier kommen auch schon die ersten Pflänzchen. Ja. Ja. Ha. Da hinten ist diese Schlucht, diese große. Ja, die kennen wir auch schon. Ja, komm, dann düsen wir mit dem ganzen Stuff erstmal wieder zurück nach Hause. Dann habe ich auch erstmal wieder Super Alloy und wir können morgen ein bisschen was bauen, ne? Morgen nicht, übermorgen. In der nächsten Folge. Ist irgendwie manchmal ein bisschen kompliziert, wenn man nur alle zwei Tage so ein Video rausbringt. Ja. Hier wollte ich gar nicht lang. Ich wollte hier oben lang. Nee. Also das war noch nicht so ganz richtig mit diesem Krater. Ich würde den gerne aber noch finden. Hier ist diese fette Schlucht. Hier haben wir ja schon ein bisschen rumgeguckt. Ja, dann hier, zack. Da sind wir auch schon zu Hause. Guck. Hm. Muss ich mich mal doch noch mal bei jemand anderem spoilern? Der Typ hat dann nur einen ganz blöden Schnitt gemacht, weil der ist in die Höhle rein und kam dann auch da raus mit diesen ja, diesen Torbogendingern da und war dann am Krater. Ich leider nicht. Also muss der da irgendwo noch einen fetten Sprung gemacht haben. Einen fetten Schnitt. Ja, schade eigentlich. Hätte ich euch gern noch gezeigt. Aber trotzdem hoffe ich doch, dass euch die Runde heute gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf diesem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir auch gerne eure Kommentare da. Gerne auch zu dieser Geschichte mit diesem Superlegierungsstab. Wenn ihr wisst, was ich dafür brauche, um den hier bauen zu können und ob ich überhaupt richtig liege, dass man den hier baut, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren hinterlassen. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Idee habt, wie ich zu dem Krater komme. Dürft ihr mir da auch gerne so 2, 3, 5 Tipps geben. Wie gesagt, bevor ich hier die Map weiter scrollen kann, aber guck mal, wie viel Grün hier schon ist, ne? Also bevor ich hier die Map weiter scrollen kann, brauchen wir diese Rakete und dafür brauchen wir diesen Superlegierungsstab. Ohne den kommen wir nicht weiter. Also ja,
Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.